Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator. Wir spielen Horizon Zero Dawn weiter. Wir haben ja jetzt vor, in die Brutstätte reinzugehen, die wir jetzt gerade hier gefunden haben. In dem Fall weiß ich jetzt, was auf jeden Fall das Symbol ist, um Brutstätten zu finden. Und zwar dieses Dreiecksymbol. Stufe 18 ist das. Das heißt, hier gibt's noch eine. Wo gibt's noch eine? Das ist keine. Okay, hier gibt's noch eine, die könnten wir noch machen. Wenn wir sie packen, vom Level her. Müsste eigentlich schon passen. Und hier unten natürlich noch eine. Die ist für Stufe 18, Leute. Ich bin schon Stufe 21. Das heißt, es müsste eigentlich schon recht flutschig gehen. Ich hab schon zu viel dabei. Was, du hast zu viel dabei? Okay, es ist ja gut. Aloy, grenzdebil, ist natürlich auch wieder am Start. Ich hoffe, sie hat immer noch genauso viel Freude wie ich an dem Spiel. Und ich bin noch immer erkältet. Also, dann gehen... Oh, Moment. Oh. Dann gehen wir natürlich jetzt mal in die Brutstätte. Wo geht's denn da rein in die Brutstätte? Ich hätte jetzt gedacht, hier geht's rein. Hm. Hier seid mir ja so ein paar Banausen. Muss ich erstmal den Eingang der Brutstätte finden. Ah, Moment. Ich hab doch da diesen herrlichen Fokus. Ah, in den Untergrund geht's auf jeden Fall nicht. Es muss irgendwo oben reingehen. Laut meinem Fokus. Das sind sogar noch zwei. Zwei Kultistenschergen. Vielleicht geht's ja doch da rein. Ich muss halt nur irgendwie springen oder so. Ah, Tür öffnen. Warum kann nicht alles so einfach sein, ne? Erkunde die Brutstätte. Da sind zwei Kultistenschergen. Oh, Pilze. Pilze sind immer gut. Die Kultisten, die wollen ja da auch irgendwie... Oh, falsche Pfeile. Fast getroffen. Oh. Das tat weh, das tat weh. Reflektierendes Amulett. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Hier war mal eine Brutstätte, aber die Wildnis ist eingedrungen und jetzt auch der Feind. Rostiger Schrott. Da gibt's wetten noch mehr Wege da. Oh, das sind noch mehr. Lass es verdammt nochmal in Ruhe. Ja, ich würde jetzt mal sagen, solche Brutstätten sind auch verdammt gut als Basis zu nutzen. Würde ich jetzt mal so behaupten, ne? So viel zum Thema leichtes Gepäck. Psst, sei leise, Aloy. Mann. Kannst du nicht so viel Scheiße verzapfen hier. Das sieht aus wie ein Langhals da drüben. Da ist was.
muss einen Höhleneinsturz gegeben haben. Ja. Der muss heftig gewesen sein. Das sehen aus wie Langhälse da. Drei, vier. Eindeutig nicht genug für mich. Jetzt spielen wir Scharfschütze. Und er wundert sich jetzt und... Oh fuck, Alter, und dann... Ich beweg mich noch nicht mal, du Pfeife da hinten, Alter. Oh, natürlich! Hier, friss den hier. Oh. Auf den Fuß geblieben, hä? Habt ihr diesen Platschuss gesehen, Alter? Oh, wisst ihr, wie geil das ist? Das fetzt richtig. Oh nein! Viele sind es nicht mehr. Ah, so kannst du am besten die Leute da ausschalten. Okay. Oh, 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 oh. Ja, das ist Aloy grenzdebil. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt darf ich wahrscheinlich wieder von vorne anfangen. Das heißt, ich muss das Lager räumen. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Aber das muss ich jetzt wieder räumen. Oh Mann, ich muss jetzt kurz noch was schreiben. So. Es muss einen Höhleneinsturz gegeben haben. Und er muss heftig gewesen sein. Oh, die fangen erst dran rumzutickern, wenn ich da reinkomme. Also, ganz komische Sache. Fertigkeit? Doppelschuss. Oh, psst, ganz leise. Psst, ganz leise. Das war knapp. Eigentlich ja nicht. Die schieße ich jetzt alle nacheinander weg. Oh, natürlich. Habt ihr den Fuck wieder gesehen? Das war halt schon ein bisschen weit weg. Aber sie haben mich noch nicht entdeckt. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Ja doch, ich muss die ja erstmal wegräumen hier, Aloy. Das ist so funny, Aloy.
Aloy denkt wieder, das macht richtig Spaß hier, da so einen Haufen Leute mit Pfeilen abzuschießen, ne. Hi! Der hat auch richtig Spaß dran, Alter. Ah, ich bin in perfekter Deckung. Maschinen gebrochen worden. Warum fühle ich mich dann wie in einem Grab? Du bist deprimiert. Noch mehr sammeln. Zu den Waffen! Also gut, Planende. Oh. Ohne Witz, Planänderung. Ah! Lauf, du... Weißt du? Da reißest du an dem Scheißding rum. Und die blöde Aloy ist zu blöd zum Rennen. Dort verstecken, was bringt ihr Homus? Ihr seht mich ja noch nicht mal. Ihr müsst ja da sein, oder? Hä? Ich sehe nix. Alter, Aloy, du bist die letzte Fotze, die ich irgendwann mal vögeln würde. Ich habe eine Idee. Na, wenn die hier lang laufen, dann gibt's halt einen Bumm. Ich darf auch nicht in der Nähe sein, Alter, wenn es dann boomst. Concept. Da bin ich jetzt mal gespannt, Alter. Immer auf das Ziel konzentrieren. Guck, da läuft einer. Hä, was macht denn der? Sie geben auf. Spurlos. Hä? Oh, 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 oh. 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 Blum, blum, blum. Habt ihr das gesehen, wie die Dinger wieder aufpoppen? Lustig. Ich sehe von denen keinen einzigen oder so. Ups. Die Nein. Letzte. Ich wollte doch nur einen Stein.
hätte jetzt mal gedacht, das ist eine Annäherungsmine oder so ein Scheißdreck, wisst ihr? Ich glaube, der Pfeil dürfte schon reichen, oder? Ich spiele hier wirklich Katz und Maus mit denen. Bin noch voll lustig. Wo ist denn der? Ah, da ist er. Eieiei, was für ein Kill. Zwei Stück dürfen da noch rumwuseln. Kein Platz. Kein Platz, okay. Kein Platz ist immer scheiße. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Müsste der letzte sein. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Für was denn? Was labert denn die? Manchmal ergeben die Dinger wirklich keinen Sinn. Ja, nimm das Ding. Hallo. Oh, was ist das Schönes? Oh. Man labert hier und das ergibt einfach alles keinen Sinn. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ach ja, SpongeBob. War das ein Easter Egg? Aber sieht nicht so aus, als wären da noch welche, gell? Wo ist denn das Signal jetzt? Schwarzkiste. So Metallscherben bringen mich einfach im Leben weiter. Oh. Weil ich denke mal, da wird in dieser Kammer wird ja irgendwo ein Eingang sein, eventuell. Zu der versteckten Werkstatt, denke ich mir mal. Also, anders kann es ja kaum sein. Jetzt ist da oben noch eine Vorratskiste. Ja. Oh, sogar noch ganz viel Heilmaterial. Wie geil Man ist das kann denn? Nie zu gut vorbereitet sein. Oh, nice. Guck, da ist der Eingang. Habe ich mir schon gedacht. Oh. Ey, Leute, du... Wer ist da oben? Hab ich jetzt nicht gedacht, dass da noch einer ist, ey. Ach, da ist sogar eine Map von der kompletten Dungeon. Das müsste jetzt aber der letzte gewesen sein, hoffentlich. Was? Was? Begib dich zum Blutstättenkern. Der kann ja was weiß ich wo sein. Oh, ich hoffe, ich bin jetzt nicht wieder zurückgelaufen oder so. Das muss der Blutstättenkern sein. Nehme ich für unterwegs mit. Hallo, hallo. Ah ja, da haben sie sich durchgebrochen wieder. Das Material ist seltsam. Es sieht aus wie von Außerirdischen gebaut. Brutstättenkern.
Mit ganz vielen Okkultisten. Ich hätte vielleicht die Bomben doch aufheben sollen, eventuell. Dann können wir die nämlich ein bisschen trollen, weil dann schießen wir nämlich jetzt gleich einen ab. Herstellen, 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 herstellen. Fallen und Ränke. So, warte, Moment. Sprengfalle, eine mit Lohe gefüllte Falle. Die Falle wird auf dem Boden platziert und durch Annäherung ausgelöst. Sie beschädigt alles innerhalb ihres Sprengradius. Eigentlich wollte ich die ausstellen, ja. Ja. Nicht dran. Das ist ein Befehl vom verborgenen Schatten persönlich. Sollen wir hier eine aufstellen? Hier eine aufstellen? Und hier noch eine aufstellen. Und dann machen wir uns aufmerksam, würde ich mal so sagen. Weil dann kommen die nämlich alle, hoffentlich. Hey, Alter. Zwei Stück. Oh. Alter, natürlich! Du kannst unseren Griff nicht entkommen. Ah, der war ein bisschen misstrauisch, der Typ. Deswegen ist er nicht da reingekommen. Aber es hat dann auch zwei seiner Männer gekostet, weil die sind nämlich gerade am Eingang explodiert. Aber die bauen da irgendeine Scheiße und das hasse ich, Alter. Nein, das brauche ich nicht. Das Glück ist mir hold. Irgendein Prop wird da wieder sein, denke ich mir mal. Mal sehen, was ihm solche Angst macht. Überbrücken? 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 Oh. Wo ein Männer steht. Sehr schön. Mehr Maschinen, die ich überbrücken kann. Jo, finde ich auch. What? Geile Waffe, Alter. Ohne Munition. Ich hätte getroffen. Ja, irgendein Haken hat alles. Na klar! Na klar! Wollt ihr mich komplett verarschen? Dieses Wichsspiel, Alter. Dieses Wichsspiel, ganz ehrlich. Kümmer dich nicht um mich, kümmer dich um die.
es sieht mich. Ja, jedes Tier würde mich angreifen, obwohl es mich kein Stück sieht. Komm her, Alter. Ah, da bist du ja. Oh, er brennt. Oh, natürlich. Wieder mal die gleiche Kacke, Alter. Ja, ja, ja. Ja, guckt euch den Fuck an, ey. Das ist doch abartig. Wie kann man nur so ein Spiel machen? Ah. Wo man nicht mal durch Spalten durchschießen kann. Weißt du, das ist doch... Alter Schwede. Der arme Verwüster. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, ohne Witz, ja. Hättest du echt einen tun sollen. Und vielleicht eine Küche oder so. Denn da gehörst du nämlich hin. So, Leute, das hat uns wirklich fast eine halbe Stunde gekostet, diese Base, also diese Brutstätte zu meistern. Damit ist dann nämlich auch schon gerade die Folge vorbei. Die ist dann halt auch etwas länger geworden. Natürlich wieder mal. Oh, das brauche ich nicht unbedingt. Ja, ich loot jetzt hier noch fertig. Und ihr könnt mir entspannt ein Like für die Folge geben, wenn sie euch natürlich gefallen hat. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann könnt ihr mich natürlich auch unten abonnieren. Wäre natürlich richtig nice. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, liebe Freunde. Haut rein. Ciao.